Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallo, hallo, wie schön. Ja, eine erneute Technik-Sprechstunde. Ich glaube heute, was habe ich geschrieben? Ich glaube Tag 11, warte mal, ich muss mal eben reingucken. 11, genau, Nummer 11 heute schon. Wahnsinn, ist echt verrückt, was wir schon alles gemacht haben. Ja, und meine Idee heute und Trommelwirbel gibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich möchte mit euch heute mal so ganz kurz in Zoom reingucken. Vielleicht so ein, zwei Sachen, die vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so geläufig sind. Solltet ihr zwischendurch Fragen haben, zum Thema Zoom rein damit in die Kommentare. Dann können wir da vielleicht thematisch vielleicht nochmal eben kurz einmal so ein bisschen querschießen. Und wie immer als allererstes meine Frage natürlich, und ja, den Tipp gebe ich dir jedes Mal mit für deine Lives, mach kurz vorab immer einen kleinen Technik-Check. Also auch meine Frage an dieser Stelle, ob ihr mich gut verstehen könnt. Ich gehe grundsätzlich nach meinen Anzeigen, die ich hier alle auf meinen Displays habe, davon aus. Das heißt aber nicht, dass das bei dir auch so klingen muss. Und deswegen frage ich da einfach immer ganz gerne. Und ich sehe, da kommen Däumchen hinein. Danke, 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 freue ich mich. Wie schön, wie schön, wie schön. Das war der Marcel, glaube ich, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, ich habe das richtig entdeckt. Ich habe nämlich, ne, also auch für dich, ne, ich habe hier immer noch das Smartphone hier auch nochmal stehen. Da sehe ich nämlich meistens, die Kommentare. Und das Ding ist, der Live-Producer als solches, technischer Hintergrund, spuckt einem die ganzen schönen Herzchen und Däumchen nicht aus, die zwischendurch fliegen. Und das ist so schön, wenn man das mitkriegt zwischendurch. Ich sehe es nicht immer, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich freue mich so im Nachgang. Ja? Ich gucke ja alle Kommentare an und sehe ja dann auch, wer irgendwie so herzchentechnisch dabei war. Habe ich richtig gesehen am Profilbild. Der Marcel, hallo, hallo, hallo. Davon gebe ich doch hier drin. Warte, kommt direkt ein Herz zurück von mir zu dir. Haha, vielen Dank. also manchmal ist es natürlich ein bisschen schwierig in all den Sachen, die man hier macht, am Schreibtisch gleichzeitig erzählt und dann noch unten zwischendurch mit aufs Display zu gucken, um gleichzeitig so die ganzen Herzchen fliegen zu sehen. Aber im Nachgang sehe ich das immer und da freue ich mich sehr, sehr gerne. Da freue ich mich immer, genau. So, ja, lasst uns doch mal kurz ein bisschen über Zoom sprechen und auf die Idee komme ich als solches. Ich war gestern in einem Chatverlauf drin, in einer Gruppe von der Simone Abelmann. Die macht ganz, ganz tolle Sketchnotes, die kann ich mal verlinken. Wartet mal, mein Gott.
bei der Simone. Genau. Und ja, bei der Simone ist im Prinzip gestern so dieses Thema aufgeploppt, also das Thema von Zoom. Und dann dachte ich mir, jo, wenn einfach so viele gerade in dieser Diskussion irgendwie mit dabei sind, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Thematik hier in meiner Technik-Sprechstunde mal eben kurz aufzugreifen, meine Sicht der Dinge mal eben kurz zu sagen, das mit euch so ein bisschen zu diskutieren. Und achso, ich habe den Kommentar noch gar nicht abgeschickt. wenn du gerne zeichnest. Zack, genau, steht in den Kommentaren. Also für alle die, die total gerne so Sketchnotes machen, wirklich ein ganz, ganz toller Tipp meinerseits. Guckt euch mal in der Gruppe von der Simone Abelmann um. Witzig ist echt, die Simone wohnt am gleichen Ort, an dem ich auch wohne. Und eigentlich haben wir uns auch, glaube ich, irgendwie so. Also obwohl wir irgendwie wahrscheinlich Luftlinie so 10 Kilometer vielleicht maximal voneinander haben. Hallo Simone an dieser Stelle. Ja, witzig ist trotzdem, also ich habe es vorher einfach gar nicht so mitgekriegt. Und also das ist einfach echt lustig, ja. Ja, also wer gesagt, wer auf Sketchnotes steht, wer das total gerne macht, wer sich dafür total begeistern kann oder gerne lernen möchte, wie das so funktioniert, der ist da bei Simone gut aufgehoben. Und da war einfach die Diskussion bezüglich Zoom. Und dann dachte ich mir, alles klar, ich nehme die Diskussion einfach mal mit hin in die Technik-Sprechstunde. Und von daher gehe ich doch einfach mal direkt weiter. Oh, der Marcel kommt direkt mit einem Kommentar. Er schreibt: Ich finde Zoom toll, Bildschirmfreigabe ist gut und zudem kann man als Host ganz viele tolle Dinge einstellen, auch nur als Betrachter, Aufzeichnung, Hintergründe und so weiter. Ja, man kann eine ganze, ganze Menge machen. Da hast du vollkommen recht. Zoom wird natürlich bei ganz vielen diskutiert mit, na, rechtlich, ja, nein, DSGVO. Ja, Manuela ist auch da, wie schön. Hey. Also ja, man darf natürlich viele Dinge einfach irgendwie diskutieren und ich finde auch, man darf vieles kritisch hinterfragen. Ich habe manchmal das Standing und diese Diskussion gibt es ja bei Clubhouse zum Beispiel ja auch, wo ich einfach denke, so, schadet mir das jetzt wirklich oder habe ich einfach nur viel mehr Vorteile dadurch? Und da muss einfach jeder für sich selber einfach abwägen und gucken, was er mit sich selber einfach vereinbaren kann. Ich finde Zoom als solches einfach jetzt echt nicht kritisch. Ist aber meine persönliche Meinung. Die muss natürlich keiner teilen. Es gibt natürlich auch noch viel, viel, viele andere Tools. Und die Manuela schickt mir richtig viele Herzchen in die Kommentare. Ah, oh, wie schön, wie schön. Warte, gibt Herzchen zurück. Ich kann immer nur eins vergeben. Ich kann leider nicht den Buzzer benutzen, so wie ihr das machen könnt. Aber wenigstens eins. Und wenn ich das hier direkt mitkriege in den Kommentaren, mache ich das sofort. So, also ich wollte umswitchen. Zack. Und jetzt sind wir mal direkt hier in meiner Zoom-Session drin, die ich gerade schon aufgemacht habe. Und witzigerweise, wisst ihr was, ich mache mal hier mein doppeltes Videobubble einfach aus. Das brauchen wir nicht. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass wir nicht eine wahnsinnige Zeitverzögerung dadurch jetzt irgendwie noch kriegen. Aber wir werden es überleben. So, das Erste, was ich euch zeigen wollte, ist. Es gibt ganz viele, die machen derzeit, ich ja auch, ja, die machen derzeit Sport online und ich mache nicht nur mit, sondern ich unterrichte ja selber auch. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich bin dem Tanzsport verfallen und unterrichte derzeit so, ja, so 3-, 4-jährige kleine Mäuse in Sachen Tanzsport. Das mache ich aber schon ganz, ganz, ganz viele Jahre. Selber so mit, boah, wie alt war ich? Auch 4, 5 oder so, ja, genau. So, und wenn du dich einmal für so einen Sport entschieden hast, meistens ist es so, du bleibst dabei und gibst das Ganze später auch einfach weiter. So, und da jetzt erstmal so erster Tipp für alle die online unterrichten und Musik brauchen. Tut ihr euch einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr nicht die Stereoanlage in eurem Raum benutzt oder irgendwie das iPhone neben den Rechner legt. Denn das Problem ist ja, dein Rechner nimmt über das Mikrofon ja nicht Stereo auf, sondern Mono. Also du machst quasi einen Stereo-Sound zu einem Mono-Sound. Dann kamen wir noch ein bisschen Rechenkapazität dazwischen. Dann haben wir noch ein bisschen das Rendering und den ganzen Stream und alles, was da so an Bytes und Bits durch die Gegend fliegt.
Und es kommt irgendwie auf der anderen Seite bei deinen Teilnehmern einfach nicht so wunderschön in den Ohren an, wie du dir das einfach vorstellst. Und von daher möchte ich dir, wo Marcel gerade auch die Bildschirmfreigabe angesprochen hat, genau den Punkt A einmal hier zeigen. Bildschirmfreigabe, dann öffnet sich ja das Fenster mit all den verschiedenen tausend Möglichkeiten, die du eh hast, zum Whiteboard und, und. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Du kannst, wenn du deine Teilnehmer die ganze Zeit angucken möchtest, also hier, ne? Wenn du dieses Bild die ganze Zeit haben möchtest, gehst du bitte hier oben auf Erweitert oder auf Erweitern, sagen wir es mal so. Und dann hast du hier einen schönen Punkt, der heißt nur Computerton. Das Ganze aktivierst du, gehst dann unten auf Bildschirm freigeben. Und jetzt hätten wir ja ganz gerne noch eine lustige Berechtigung. Das ist ja schön. Jetzt ist es so, dass, genau, jetzt siehst du, es wird eingeploppt. Oben ist jetzt die grüne, so eine grüne Zeile, dass ich jetzt ganz normal meinen Bildschirm zeige. Also ganz normal meine Sport-Session einfach machen kann, mich jeder genauso sehen kann. Aber die Musik, die ich auf dem Rechner habe, die wird jetzt eins zu eins gestreamt zu dem, was ich tue. Und das ist natürlich vom Sound her mal was ganz anderes, was bei deinen Teilnehmern einfach ankommt. Natürlich ist es immer möglich, dass je nach Streaminggeschwindigkeit, je nach Internetanbindung und, dass dir zwischendurch so ein bisschen Pufferzeit fehlt und dass da auch mal was ins Stocken geraten kann. Es ist halt kein Live-Event, ja? Und da darf jeder auch verstehen, wir haben halt alle zu Hause jetzt hier im Normalfall keine Firmenanschlüsse, die einfach ja mit so vielen Connections einfach arbeiten können. Aber da sind wir in einem ganz anderen IT-Bereich. Sondern die Chance, die du jetzt so einfach hast, ist, du kannst zum Beispiel iTunes direkt benutzen und kannst deine Playlists entsprechend aufbauen. Du kannst natürlich auch Spotify irgendwie über einen Chrome-Browser zum Beispiel aufrufen und kannst auch da die Musik benutzen. Was ich dir nicht empfehlen würde, wäre zeitgleich zu einem Zoom-Stream zu sagen, ich habe da auf YouTube so einen geilen Sound gehört, jetzt nehme ich den. Also weil YouTube bringt dir ja nicht nur das Audio, ja, sondern YouTube bringt dir ja dann auch noch das Video. Und du hast dein Streaming offen plus das Streaming dann von außen. Ja, und da wird deine Bandbreite einfach in den Keller gehen und das wird es dann in dem Moment einfach nicht schaffen. Also da wirst du rechentechnisch wahrscheinlich bei dir selbst am Rechner schon merken, dass da so deine Systeme in die Knie gehen. Von daher, da einfach echt der Tipp, wenn du Musik brauchst, aus welchem Grund auch immer, vielleicht möchte man ja auch in einem ganz normalen Coaching-Call vielleicht mal eine kleine Meditation mit benutzen. Dann mach das bitte über die Bildschirmfreigabe bei Zoom, dass du nur deinen Computerton freigibst und dann kannst du entsprechend wirklich einen ganz tollen Klang übermitteln. Sollte es so sein, dass du sagst, ich klicke da mal eben kurz auf Stopp hier oben, dann kannst du es sofort beenden. Sollte es so sein, dass du, fällt mir gerade so beiläufig ein, bei einer Meditationsrunde, dass man dich nicht mehr sehen soll, dann kannst du natürlich auch eine Bildschirmfreigabe machen, bleibst hier auf Basic. Ja, oder gehst hier hinten auf Dateien, je nachdem, wo du das abgelegt hast. Du könntest zum Beispiel ja schon ein Bild geöffnet haben. Wisst ihr mal, wo habe ich denn jetzt vielleicht gerade mal irgendwie was, was ich geschickterweise öffnen kann? Ach, wir machen mal eben das offen. So. Dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ich wähle dieses Bild hier auf, was gerade eh schon offen ist. Gehe gleichzeitig unten auf Ton freigeben. Und geh dann auf Bildschirm freigeben. Dann seht ihr nur noch das Bild, was freigegeben wurde. Und ich glaube, jetzt ist im Stream hier irgendwie was verschwunden. Dürft mir gerne mal, warte mal, jetzt muss ich mal eben bei mir mit im Stream gucken. Weil ich glaube, irgendwas ist gerade nicht wirklich sichtbar. Genau, es ist unsichtbar. Es ist witzig. Das darf ich gleich mal eben kurz, einmal kurz überprüfen. Ich habe jetzt eigentlich ein Bild aufgerufen, was ihr sehen solltet. Ich mache den Stream wieder rückgängig. Also ihr könnt dann bei euch in der Zoom-Session halt ein Bild aussuchen und gleichzeitig den Ton freigeben. Und dann habt ihr zum Beispiel eine Meditation und habt entsprechend einfach nur eine Visualisierung auf dem Desktop, dass ja eure Teilnehmer einfach dann von allen Gesichtern quasi dann nicht mehr ja, abgelenkt sind. Ne? Genau. So, dann brechen wir das mal eben kurz ab und dann werfe ich doch mal einen Blick in die Kommentare.
Manuela hatte das auch schon, das mit dem Ton. Genau, ja, das ist einfach echt unschön. Also das klingt nicht toll. Und wer einfach die Möglichkeit hat, von der Technik her wirklich zu sagen, okay, ich gehe mit dem Rechner einfach rein und ich habe iTunes oder irgendwie eine andere Musik-Library da drauf, dann würde ich immer bei Zoom diesen Weg empfehlen, weil der Klang um ein Vielfaches schöner ist. Mit welchem Endgerät bist du in Zoom online, Kamera und Auflösung, fragt der Marcel. Also, ich sitze hier von einem iMac, benutze auch davon jetzt gerade einfach genau die Kamera. Dann kann ich dir mal eben kurz warte, reinhalten. Ich habe von Rode das NT-USB mit hier stehen. Da merkst du jetzt auch, wenn ich den Abstand hier verändere, ne, dass sich das wirklich daran hin anpasst. Da wirst du gemerkt haben, dass sich der Ton da jetzt verändert. Und ich arbeite auch noch, Moment, das darf ich hier nicht wieder alles abreißen, Kabelsalat. Ich arbeite auch mit einem Stream Deck. Also das heißt, ich kann einfach zwischen verschiedenen Szenen, die einfach vorprogrammiert sind, entsprechend direkt hin und her schalten. Denn ich gehe jetzt nicht komplett nur über den Facebook Live Producer live, sondern das habe ich in der allerersten Technik-Sprechstunde gezeigt. Ich mache das Ganze via OBS Studio. Ja, und von daher macht es mir natürlich leicht. Also ich habe jetzt hier auf der Seite quasi den Bildschirm, wo ich OBS laufen habe. Ich könnte das auch alles hier kacheln, ne? Also man braucht keine drei Monitore. Also wer jetzt denkt, oh Gott, technisch geht das alles nur, wenn ich den Schreibtisch voller Bildschirme stehen habe. Nein, natürlich nicht. Es geht auch anders, definitiv. Ich mache es mir natürlich in dem Moment gerade so einfach technisch, wie ich es mir machen kann. Und da ich an den iMac halt zwei weitere Bildschirme anschließen kann, nutze ich die Arbeitsfläche einfach gerne. So, und dann gehe ich nochmal weiter durch die Kommentare. Also Computer, Ton und Mikro. Genau, also Mikro, wie gesagt, läuft ganz normal über das Rode. Das habe ich hier angeschlossen. Der Sound ist einfach wesentlich besser, als wenn ich das Mikro vom iMac letztendlich selber benutze. Also ja, der ist auch okay, aber das Rode nimmt natürlich jede Menge Schall, der natürlich so mit hier wäre, ne? Wo man jetzt auch technisch wiederum sagen könnte, aber da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil ich sag mal so, alles was so in Sachen ist, wie mache ich die allerbesten Videos für meinen Online-Kurs, da ist so, glaube ich, mit am allerbesten Andrea Ballschuh, die dir da auch nochmal, also weil ich gleich nochmal kurz auf Filter und so zu sprechen kommen wollte, aber wo wir gerade bei der Technik sind. Ich habe hier, aber das wirst du jetzt in der Kamera nicht sehen, ne? Aber ich kann es ja mal umdrehen, dann ist es weg, ja. Ich habe hier natürlich auch noch ein bisschen Licht. Also wenn ich alles ausmachen würde, Marcel, wo du gerade fragst, ne? Warte kurz, ich mache mal hier alles aus. So, erste Dunkelheit, Achtung, nächste Dunkelheit, ja? Und jetzt habe ich aber noch eine Deckenlampe an und da hinter mir ist noch so ein bisschen am Ambient Light quasi. Also Licht spielt bei Video, also auch in einem normalen Zoom-Call einfach eine riesengroße Rolle, ja? Licht ist echt ganz wichtig. Wenn du Videos einfach nur aufzeichnest, ist natürlich das beste Licht definitiv das Tageslicht. Gar keine Frage. Warte mal, jetzt mache ich mal die ganzen... Achso, Arme vor der Kamera sind auch schön, oder? Das sieht komisch aus, aber gut. Jetzt haben wir es ein bisschen dunkler gestellt. Machen wir heller. Genau, so. Also Licht ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache zu allen anderen Dingen, die man einfach hat. Und ja, der Ton ist mit das Allerwichtigste, was du an dem Video haben kannst. Aber wirklich für, ja, ich sag mal so, Thema Video-Coaching ist so die ich einfach wirklich empfehlen würde. Das wollte ich zumachen. Das auch. Die ich einfach empfehlen würde, wäre wirklich fürs Video-Coaching. Moment, Video-Coaching. Wo wir einfach gerade dabei sind. Meldet euch da einfach bei der Andrea. Bei der Andrea Ballschuh. Da haben wir sie. Und ich meine, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, dass die Andrea am 16.02. einen Neustart macht. Ähm,
Aber ich verlinke euch das hier gerade mal eben kurz in die Kommentare. Genau. Sieht ein bisschen komisch aus, aber gut, genau. Also die Andrea Balschuh, kennt ihr mit Sicherheit aus dem Fernsehen und aus dem Radio, die hat ja wirklich einen, ja, so einen richtig ganz tollen Videokurs, wo du wirklich sukzessive wirklich dich damit auseinandersetzen kannst, was für dich einfach vor der Kamera am allerbesten ist. Also die macht einfach natürlich tagtäglich nichts anderes, von daher passt das bei ihr wirklich wie die Faust aufs Auge. Und da bekommst du natürlich noch viel, viel, viel mehr Input. Aber wirklich bei Video. Das Allerwichtigste ist der Ton. Das Bild kann noch so scheiße aussehen, ja. Aber stimmt das, was in die Ohren kommt, nicht? Dann weißt du, dass einfach jeder abspringen wird. Das ist super, super, super wichtig. Ja, Andreas, klasse. Definitiv, Manuela. Ja. Ist eine ganz, ganz, ganz liebe. Andrea, solltest du es sehen? Liebe Grüße, ich wink mal. Also meldet euch da herzlich gerne. Das ist dann, also in Sachen rein, in wirklich in Sachen reines Video-Coaching seid ihr bei Andrea mit Sicherheit zu 100% am allerbesten aufgehoben. Bei mir geht es ja wirklich um die Sachen, also nicht, dass ich da nicht drüber spreche, aber bei mir geht es ja wirklich um die Sachen, wie bringen wir wirklich die Technik mit rein und wie bauen wir das Ganze strategisch einfach richtig ordentlich auf. Ja, so wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, wenn eine schöne Meditation in dem Call ist, dann würde ich rein technisch wirklich gucken, dass man wirklich eine schöne Bildschirmfreigabe macht, ein schönes Foto letztendlich dafür auswählt. Leider wollte OBS jetzt gerade mit der Übertragung nicht, dass man ein Foto dafür auswählt, dass dann entsprechend die Musik dann dafür läuft. Ja, also solche Sachen sind dann ja so die Punkte, die ich dann einfach bei mir mitschleife, damit solche Sachen einfach richtig schön rund werden. Ja, damit das alles ein richtig schönes, tolles System ergibt oder aber auch gerade so die Sachen, ne, wie mache ich das da draußen, wie kann ich das Ganze wirklich zeigen, Thema verkaufen, wie kann ich das auch in Wörter packen. Also so die ganzen strategischen Geschichten sind unwahrscheinlich wichtig, auch, also das ist mir wirklich wichtig, das mal zu sagen. Mindset, also unsere Gedanken, ja, unser allerhöchstes Gut. Und das ist definitiv der erste Step, der gemacht werden muss. Ist ja auch ein großer Teil in der Erfolgs-Challenge, die du ja derzeit noch bei mir buchen kannst, kostenfrei. Aber, also unabhängig davon, ob jetzt 60%, 80%, 95% Mindset da sind und der restliche Teil Strategie sind. Selbst wenn du 95% Mindset hast, dir aber 5% Strategie für dein Business fehlen. Da-dam. Ja, das ist so, es ist beides gleich wichtig. Hast du nur Strategie, aber das falsche Mindset dafür? Da-dam. Ja, hast du halt nur Mindset und null Strategie? Da-dam. Es ist, ne, alles hat immer zwei Seiten, man braucht alles. Ganz, ganz wichtig. Danke, Manuela. Danke. Ja, freut mich. Also ich habe echt mega Spaß hier an meiner Technik-Sprechstunde irgendwie. Ich habe die ja jetzt erstmal fest eingerichtet für 19:30. Ich hatte erst überlegt, ich mache mal so ein paar Abende. Jetzt sind wir schon bei Abend 11. Dachte ich mir, können wir mal eine feste Uhrzeit machen. Ich rede einfach gerne darüber und ich erkläre es auch gerne. Und dass derjenige, der damit arbeiten muss, kann, soll, möchte, was auch immer, dass er es auch versteht und dass er Spaß dran hat. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, unabhängig davon, wo ich in meinem Business stehe, es ist, ja, was heißt nicht klug, aber es gibt einfach gewisse Dinge, die muss man als Unternehmer einfach mal selber gemacht haben, damit man aber einfach mal weiß, wovon man spricht. Man muss nicht alles können, ist gar nicht das, was ich sage. Also ich habe in den ersten Jahren meines Unternehmersdaseins meine komplette Buchhaltung selber gemacht. Ich habe jeden Beleg einzeln gebucht. Ich habe alles selber gemacht. War das immer einfach? Nein. Hat mir das Spaß gemacht, mich dann mit meinen Belegen auseinanderzusetzen? Nein. Habe ich mich jedes Mal davor gedrückt? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich kannte meinen Kontenrahmen einfach auswendig. Ja, ich kann dir heute noch sagen, warum ich mich für SKR04 und nicht für SKR03 entschieden habe. So, und das ist ja, finde ich, einfach wichtig, dass man fundamental sein Business einfach versteht. Natürlich hätte ich von vornherein sagen können, ich gebe den ganzen Krempel ab, soll der Steuerberater machen. Wäre aber vieles an Wissen, was ich heute nicht hätte, was ich aber vielen anderen einfach so mit weitergeben kann.
einfach mal eben so zwischen Tür und Angel, wo ich sagen kann, okay, es ist zwar keine Rechtsberatung, aber ich weiß, das läuft so und so und so und so. Erkundige dich kurz. So, und deswegen bin ich einfach der Meinung, Angestellte, Freelancer, also welchen Namen sie auch immer tragen, ob das virtuelle Assistenten sind oder keine Ahnung, also es sind ja irgendwo Freelancer, ja, sie sind nicht angestellt, sind freie Mitarbeiter. Es ist ganz toll zu sagen, hey, hör mal zu, ich habe da gerade keine Zeit für, übernimm das mal, mach mal eben. Es ist aber, finde ich, wirklich wichtig zu wissen, zu verstehen, was derjenige denn da überhaupt tun soll. In irgendeiner Form, ja, dass man sich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Man muss das Thema nicht beherrschen, um Gottes Willen. Nein, nein, so, von Höchstchen auf Stöckchen, ja, ich habe da voll Spaß dran, Manuela. Voll, es ist einfach mein Ding. Ich liebe Technik, ich liebe diesen ganzen Füllefanz und ich liebe es auch, vor Problemen zu stehen, so rein technischer Natur, dass ich dann einfach sage, so, boah, wie könnte ich das jetzt umsetzen, dass es für den Kunden einfach ist. So nach dem Motto, ein Klick, alles fertig. So, und erstmal habe ich keine Ahnung. Und dann gehe ich auf die Suche und dann wird recherchiert und dann finde ich da Bausteine und dann gibt es vielleicht eine Sache, die ich mir kurz selber programmieren muss, um irgendwie da die Lücke zu schließen. Und manchmal finde ich auch fertige Sachen, weil man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Warum auch? Da mache ich es mir gerne einfach. Und das macht einfach Spaß und hinterher sehe ich so dieses fertige Konstrukt und denke mir so, cool, wird sich einer darüber freuen. Und so entsteht einfach das ein oder andere bei mir. So war auch irgendwann mal die Idee, dass ich selber Apps programmiere. Es gibt so eine Putzplan-Software-App von mir im App Store. heißt Putzalarm. Yay! Demnächst kommt der Frühjahrsputz wieder. Sie wird euch helfen. Sie wird euch das Leben retten. ja, genau, Marcel, deswegen heißt es von der Pike auf gelernt. Ja, also das ist bei ganz vielen Bereichen wichtig, ja? Nicht einfach sagen, boah, kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht, gebe ich ab und lasse ich mal bezahlen, weil je nachdem, wo ich ja mit meinem Business auch einfach stehe, sind wir mal ganz ehrlich, nicht jeder hat einfach mal so die Finanzen dafür, direkt immer zu sagen, kann ich outsourcen. Ja, also manchmal ist die eigene Arbeitsstunde günstiger, das zu machen, als das einfach mal abzugeben, zuzüglich der Erfahrung, die man einfach hat. Sicher ist das toll, sich einfach Zeit einkaufen zu können. Keine Frage, aber ja, manche Dinge darf man einfach mal selber machen. So, was wollte ich euch noch zeigen? Moment. Achso, genau. Ich wollte mit euch, ich hoffe, genau, es wird übertragen. Von Zoom, also ich gebe euch jetzt mal was, was ich persönlich echt ganz schrecklich finde, weil es einfach so völlig unauthentisch ist. Und das sind einfach hier diese lustigen virtuellen Hintergründe auf Zoom. Ha. Es sieht einfach so schön künstlich aus. Zumal ihr seht einfach, das Rendering ist einfach so schlecht, dass einfach hier zwischen den Haaren natürlich immer nicht gerendert werden kann. Und wenn ich mich nicht bewege, dann... Ja, hier zwischen den Fingern funktioniert es auch nicht, ne? Seht ihr das? Also wenn ich mich halt nicht bewege, dann geht es so einigermaßen. Aber geht man in Action, dann... Also es verschwinden zwischendurch Köpfe und Hände. Und seht ihr das? Irgendwie, da ist zwischendurch die Hand weg. Da, schwupp, raus aus dem Bild. Also ja, hier gibt es echt jede Menge Spielerei und ich kann mich lustig ins Grüne setzen oder ich bin so ein kleines Marsmännchen. Meiner Meinung nach tut sich da, also am Strand wäre ich jetzt auch gerne, wenn ich ehrlich bin. Da werde ich gerade etwas wehleidig. Aber nein, wenn wir wirklich ehrlich sind, wir tun uns damit echt keinen Gefallen. Ja, also weil es fällt einfach, ihr seht immer, Ihr seht immer das, was hinter mir ist. Meine Bitte, tut's nicht. Seid einfach so, wie ihr seid. Baut euch ein ordentliches Set auf. Fertig. Und da komme ich zu einer Zwischenfrage. Bin ich immer gefragt worden, hey Caroline, sitzt du im Schlafzimmer, im Büro? Was ist denn das für ein Schrank hinter dir? Ist das eine Leinwand? Was ist das? Nein, es ist mein Büro. Es ist ein Schrank. Ja, und da steht noch mehr Technikgedöne drin, so Drucker und so. Die sind da alle schön verstaut. Und ja, es ist ein Pax. Und warum? Weil der einfach mega geräumig und praktisch ist. Und irgendwie fand ich so dieses Wellenmuster, ich fand es schön. Genau, nein, ich sitze nicht in meinem Schlafzimmer. Hier ist, warte mal, dann muss ich aber echt hier mal alles drehen.
Es ist Büro und das ist ein Arbeitsplatz. Und komme ich da rüber? Ja, wartet. Wartet. So, Moment, bevor ich mir alle Kabel abreiß. Da ist noch einer. Genau, also so sieht's hier aus. Also wenn ihr euch mal gefragt habt mit, was ist denn hier so los? Da hängt auch zum, komme ich da hin? Genau, da auf einer Rolle hängt auch ein Greenscreen. Damit kann man auch Sachen machen, aber nicht in Zoom-Calls. Und ganz ehrlich, die besten Videos könnt ihr wirklich machen, wenn ihr Aufzeichnungen macht für Videokurse oder so. Die besten Sachen könnt ihr einfach machen. Kamera auf die Fensterbank und Licht von vorne. Also hier der Platz ist nicht immer optimal, je nachdem wie der Sonnenstand ist, weil ich dann einfach wirklich hartes Licht von der Seite habe. Das heißt, die Seite ist hell und die Seite ist dunkel. Von daher muss ich dann immer so andere Lampen quasi anmachen und Licht von der anderen Seite gegenstrahlen, damit das eine das andere einfach ausgleicht. Ja, aber so viel mal zu dem Krempel, der hier einfach so steht. Das klappt mit dem Greenscreen. Ja, also Zoom ist da halt so relativ, ne, Marcel? Aber die sind nicht, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist nicht authentisch. Es ist doch nicht, ja, also... Es hat nichts damit zu tun, also wenn wir jetzt sagen würden, wir stehen jetzt mitten im Studio vom ARD, also von der Tagesschau, ja? Also ich meine, das ist ein bombastisches Studio. Also wenn immer du mal eine Chance hast, da mal, derzeit natürlich nicht, aber wann immer man mal so eine Führung quasi durch so richtig schöne, geniale Studios mitmachen kann, geh den Weg einfach mit, ja? Es ist toll. Du musst deine Augen dran gewöhnen, weil dieser Raum ist einfach quietschegrün. Ja, da gibt es nichts mehr als grün. Mit etwas Glück sieht die Theke anders aus, aber ganz oft sind die auch grün. Und ja, es ist, ich finde es mega interessant, ja, einfach zu sehen, was wie wo hängt und die ganzen Traversen quasi oben drüber. Und ne, irgendwie hier eine Steadicam und dann auch irgendwie dieses, jenes, welches. Also ich finde es einfach schön. Aber hier jetzt bei Zoom virtuelle Hintergründe. Ich weiß nicht. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Was ihr aber noch machen könnt, wenn man es unbedingt braucht, und diese ganzen Filter, diese ganzen lustigen Sachen, die kennt ihr von den Facebook-Lives, die ihr direkt am Smartphone ja machen könnt. Zoom bringt euch auch lustige Filter mit. Und wenn man jetzt meint, oh verdammt, ne, manchmal sind wir Mädels hier eitel und denken sich so, oh, irgendwie mein Make-up sitzt nicht, dann hast du halt auch die Chance, die Farbtemperatur, hast du es gesehen? Die waren gerade noch pink. Achtung! Ja, also du kannst die Farbtemperatur verändern. Ja, und anhand von meinem Lippenstift siehst du das jetzt wirklich ganz krass, was da passiert. Ich gehe hier mal so kurz durch. Warte mal, ich ziehe euch das mal hier so ein bisschen mehr mit hinein. So, warte mal, ich rutsch mal nach hier, genau. Also da kannst du halt natürlich jede Menge Unfug mit betreiben. Aber ob es das immer schöner macht, ob es das immer besser macht. So, hier, da geht einem ein Licht auf. Ja, es gibt hier auch irgendwie so schöne, lustige Spielereien, wo ich mich einfach echt frage, wer hat es erfunden und warum? Hier, Partyhütchen, ja. Ja, Pizzahütchen, so sieht es eher aus. Also einfach nur, dass du weißt, diese Spielereien bringt dir Zoom mit. Du kannst hier echt jede Menge Unfug treiben. Ist vielleicht für, weiß ich nicht, virtuelles Treffen mit Freunden irgendwie ganz witzig. Ja, genau. Na, das ist doch auch mal eine ganz spitzenmäßige Ansicht. Oder wenn man einfach mal einen Orden verdient hat. Danke. Ich habe das echt toll gemacht. Also mir geht es einfach nur darum, dass du es einfach mal gesehen hast. Insgesamt kannst du hier ganz allgemein in Zoom selber wirklich die ein oder anderen schönen Einstellungen für dich einfach machen, aber nicht alle. Und das ist ganz wichtig, das wissen viele nicht. Wer so viel Quatsch muss zwischendurch was trinken. Das wissen ganz, ganz viele nicht.
Aber du kannst zum Beispiel hier auch, ne, halt Doppelmonitore und so einstellen. Also du hast ja ganz viele Möglichkeiten. Klick dich da durch. Ich mag das jetzt im Einzelnen gar nicht so mit dir durchgehen. Aber das ist einfach wirklich nur ein Teil von den Möglichkeiten, die du jetzt innerhalb dieses Calls verändern kannst. Wichtig ist, und das war zum Beispiel großes Thema gestern bei der Simone in der Gruppe, und da ging es um die Aufzeichnung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich jetzt die Möglichkeit, zwei Varianten zu nutzen. Ich benutze einen Pro-Account von Zoom. Du kannst Zoom ja kostenfrei nutzen und auch bezahlt. Bezahlt bedeutet, du kannst halt auch in der Cloud aufzeichnen und nicht nur auf deinem Rechner. Und deine Meetings gehen, sofern drei quasi in dieser Session sind, können die länger als 40 Minuten gehen. Alles bis 40 Minuten, können auch ganz viele Teilnehmer dabei sein, aber ab 40 Minuten wird dann der Stream dann einfach gekappt. So, und was ganz viele nicht wissen, ist, dass die Cloud dir ganz andere Möglichkeiten gibt in der Aufzeichnung, als wenn du auf dem Rechner aufzeichnest. Auf dem Rechner bedeutet, du klickst da drauf, bei dir erscheint ja auch das Symbol, dass dieser Stream dann jetzt aufgezeichnet wird, und das Ganze wird bei dir direkt, nachdem der Call zu Ende ist und du hier auf Beenden geklickt hast, wird dann angefangen, die verschiedenen Dateien, die angelegt wurden während des Calls, die werden dann quasi zu einem MP4-File konvertiert, also zusammengerechnet. Die werden dann gerendert, sagt man halt so. So, und das Ganze kannst du aber auch auf der Cloud, also in der Cloud selber bei Zoom machen. Das heißt, die Sachen sind nicht bei dir auf dem Rechner, sondern sind einfach in deinem Account bei Zoom, und da hast du ganz andere Möglichkeiten, und das wissen ganz viele nicht, und da wollte ich mal eben mit euch hin, und jetzt müssen wir das mal eben ein bisschen schieben. Das schieben wir mal eben hier hin, und dann müsste das von der Größe eigentlich passen. So, also insgesamt loggst du dich einfach ein und gehst dann bei Zoom einfach in die Einstellung. Und ja, wieder das Wörtchen insgesamt. Manchmal habe ich lustige Wiederholungen. Scroll dich hier mal durch. Du wirst da ganz viele Sachen finden, wo du denkst, ah, das ist aber interessant. Ach, das finde ich aber witzig, ja. Da findet ihr halt diese Breakout-Sessions. Ihr findet die Reaktionen. Ihr findet Untertitel, die ihr einstellen könnt. Die ganze Möglichkeit, überhaupt mit Facebook live zu gehen, kannst du da ein- und ausschalten. Also das sind Settings, die kannst du hier nicht machen. Die sind einfach nur wirklich in den Settings auf der Webseite möglich. So. Also da kann ich dir einfach nur empfehlen, geh durch die Settings mal in Ruhe durch. Musst du auch nicht an einem Tag machen, weil, wie du siehst, ist diese Liste etwas länger. Man kann hier bei Zoom echt jede Menge machen. Hallo Michael, wie schön. Ach, ist das toll. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Also, du siehst, Zoom hat eine Hammervielfalt an Settings. Gehe ich mit dir jetzt echt nicht einzeln durch. Wird echt zu lange dauern. Was mir wichtig ist, du gehst bitte hier mal auf den Punkt Aufzeichnung. Und da beschäftigst du dich mal bitte mit den Einstellungen für die Cloud-Aufzeichnung. So, und da siehst du, hast du jede Menge Möglichkeiten. Also die lokale Aufzeichnung ist immer das, was du selber siehst. Entscheidest du dich für die Galerieansicht, wird dir die Galerieansicht aufgezeichnet. Entscheidest du dich für die Sprecheransicht, kriegst du die Sprecheransicht. Entscheidest du dich für die Aufzeichnung in der Cloud, bekommst du beides. Ja? Das heißt, aktiven Sprecher mit freigegebenem Bildschirm aufzeichnen kommt auch noch dazu, ja? Die Galerieansicht mit freigegebenem Bildschirm aufzeichnen. Okay, hatten wir. Dann kannst du halt die aktiven Sprecher Galerieansicht und freigegebenen Bildschirm einzeln aufzeichnen. Das heißt, wenn du mal eine Bildschirmfreigabe machst mit einer Präsentation, dann bekommst du die reine Bildschirmfreigabe einzeln. Ja, manchmal auch gar nicht so verkehrt. Du bekommst halt auch mal nur die reine Audiodatei. Wenn du sagst, boah, da war so ein cooler Teil bei, weiß ich nicht, du hast eine Meditation gemacht und denkst dir vielleicht hinterher, boah, das wäre cool noch für einen Podcast oder einfach als Audiofile für meine Gruppe oder wie auch immer, nochmal zum Wiederholen. Dann kannst du dir nur das Audiofile rausholen, packst dir das zum Beispiel in Audacity,
cutst das an den richtigen Punkten fertig, ja? Also du bekommst einfach jede Menge, natürlich auch die ganzen Chat-Nachrichten, also alles, was da im Meeting oder im Webinar war und, ja? Du kannst die Teilnehmernamen quasi auch ausblenden oder halt einblenden, wie du es einfach willst. Du kannst einen Zeitstempel, den finde ich persönlich mega hässlich, den lasse ich immer schön draußen, aber vielleicht braucht man es für gewisse Sachen. Ich weiß, es gibt viele, die zeichnen Verträge auch mit Zoom auf, dass sie darüber dann ihre Abschlüsse machen. Rechtlich schwierig, denn Videoaufzeichnungen werden, sofern gebraucht, vor Gericht nicht zugelassen. Ja, also ist halt so wiederum eine andere Sache. Sollte man sich überlegen, ob man das überhaupt via Zoom macht. Aber dann wäre so ein Zeitstempel halt vielleicht dann in dem Moment wichtig. Ansonsten finde ich den einfach scheiße hässlich. Aber diese Sachen kannst du dir dann für die Cloud einfach einstellen. Und all das findest du dann, wenn du hier in deine Aufzeichnung hineingehst, hier in deinen Cloud-Aufzeichnungen. Ich gehe jetzt mal, das waren alles nur so Test-Calls. Wenn ich da reingehe, wirst du quasi jetzt fast nichts sehen. Da ist jetzt nur das Audio drin. So wie der Call von heute, also ich habe den aufgemacht, die Aufzeichnung hat gestartet, ich habe die sofort geendet, deswegen ist das so ein kleines Ding. Aber dann findest du die ganzen einzelnen Sachen, die findest du dann hier drin, die ganzen einzelnen Files. Und ich glaube, das wissen viele nicht, dass dir die Cloud einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Was du allerdings wissen musst, jetzt komme ich einfach mal wieder ganz normal zurück zu euch. Was du allerdings wissen musst, ist: Geht dein Call auf Zoom mit deinen Mitgliedern oder was auch immer du machst, eine Stunde, dauert das Konvertieren in der Cloud. Also weil du ja mehrere Möglichkeiten auswählen kannst, was du später auch benutzen möchtest, dauert diese Zeit des Calls, des Konvertierens, 2 bis 4 Mal so lange. Also eine Stunde Call könnte bedeuten, dass erst in 4, vielleicht auch erst in 5 Stunden der Call fertig ist. Vielleicht ist er auch in 2 oder 3 Stunden fertig. Ist ja auch so ein bisschen abhängig davon, wer hat gerade alles eine Session offen. Ja, im Moment sind online natürlich mehr Leute. Die haben bei Zoom natürlich auch serverseitig aufgerüstet. Aber sind natürlich bei denen die Rechenzentren gerade komplett belegt, stehst du in der Warteschleife, ja? Dann dauert es einfach natürlich noch mit dem Konvertieren. Aber das musst du wissen, also du musst immer damit rechnen, sowieso geht dein Call eine Stunde, dauert das Konvertieren Minimum 2 Stunden, geh von 3 aus. Dann ist man nicht so erschrocken hinter dieses, ah verdammt, ich wollte doch die Aufzeichnung verschicken und das ist immer noch nicht fertig und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist normal. Das ist einfach so. Und genau, das wollte ich an der Stelle da einfach nochmal eben kurz erwähnt haben. So, ja. Das war so das, was ich heute euch so über Zoom einfach mitgeben wollte. Dass wirklich ganz klar ist, ja, wir haben einfach so ein paar schöne, lustige Spielereien in Zoom selber. Also bei der Bildschirmfreigabe haben wir mehrere Möglichkeiten. Eine Sache kann ich da nochmal eben zeigen. Moment, wir gehen nochmal kurz zurück. Ach, ich habe diesen lustigen Filter noch an. Das muss ich erstmal ausmachen. Nein, weg damit. Zack, schwupp. Für die, die gerne zum Beispiel entweder mit OBS arbeiten oder aber insgesamt eine andere Kamera angeschlossen haben, ja, du kannst eine andere Kamera benutzen. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob mir die angezeigt wird. Kamera wechseln. Klappt natürlich gerade nicht. Das war ja klar, ne? Wartet kurz. So. Doch, das müsste funktionieren. Moment. Da haben wir sie. Genau. Zack. Richtig rum, wenn nicht schlecht, ne? Genau. So, also, jetzt haben wir nämlich gerade gesagt, dass wenn wir eine Bildschirmfreigabe machen, dass wir zum Beispiel auch den Inhalt von einer zweiten Kamera dann quasi auch mit zeigen können. So, und jetzt wird diese Bildschirmübertragung wieder von OBS nicht gesteuert. Ja, das ist doch auch... So, und Technikpannen passieren auch mir vollkommen normal, ist so und ist voll nicht schlimm.
Wir machen die Übertragung einfach wieder rückgängig. Also, du hast die Chance, einfach natürlich noch andere Sachen. So, guck mal, da seid ihr auf dem Bildschirm. Das Bild ist aber übel, ey. Ja, die Einstellung ist da gerade nicht besonders toll. Und da ist das andere. Guck mal, so könnt ihr jetzt mal hier auf meinen Rechner gucken. Marcel hat vorhin noch irgendwas gefragt. War da irgendwas mit Lightboxen? Greenscreen? Ja, aber da war noch irgendwas. Also Thema Licht, ne? Also da hängt Licht und da ist Licht und da ist Licht. Also hier ist jede Menge Licht und da hängt auch noch Licht, aber das ist eigentlich eher zu vernachlässigen. Aber so sieht es hier im Prinzip aus. Aber das schalten wir jetzt mal eben wieder um. So, da sind wir wieder. Zumindestens ich. Wer kennt das, dass man irgendwie ganz immer aber auf wir sagt, obwohl man nur sich meint? Völlig schräg. So, also ich gehe mal wieder zurück. Also einfach nur für die, die sagen, okay, ich brauche jetzt einfach mal eine zweite Kamera, nochmal zusätzlich. Oder ich habe das könnte ich euch mit meinem Countdown oder mit meinem Stream einfach hier zeigen. Das müsste funktionieren. Wartet mal. Ich mag euch auf die Reise ja gerne mitnehmen. Was kann ich euch denn jetzt geschickt zeigen, dass das für euch auch Sinn macht? Das könnten wir machen. Das macht Sinn. Also, wir sind jetzt hier in Zoom. Wir gehen jetzt echt durch fünf Nadelöhre, damit ihr das quasi sehen könnt. Das ist echt ganz lustig. Also, ich bin mit OBS live, zeige euch jetzt gerade das, was ich als Zoom-Call sehe, gebe jetzt einen Bildschirm frei, sage Inhalt von zweiter Kamera, gebe diesen Bildschirm frei und stelle fest, dass ich hier erst noch die virtuelle Kamera starten muss. Moment. So, das ist live. Ist das nicht toll? So. Und jetzt sollte das doch eigentlich klappen. So, genau. Also. Und das ist das Witzige. Ja, ihr seht jetzt quasi um 12 Ecken, was mit OBS einfach gerade angezeigt wird. Nimmt er die virtuelle? Nein, er macht es immer aus. Was ist denn los? Nein, er möchte es heute nicht. So Spielereien sind doch einfach echt witzig. Genau. Na, jetzt hat er euch eins wieder rausgeschmissen. Also OBS mag mich heute nicht. Warum auch immer. Seht ihr, jetzt bin ich da nämlich plötzlich wieder da. Also auf jeden Fall, man kann jede Menge Spielereien damit einfach machen. Und um euch nicht mehr zu verwirren, komme ich einfach mal wieder ganz normal zurück. Weil du hast einfach die Chance, in einem Zoom-Call, und das ist das, wo OBS einfach gerade spinnt, weil es ist so eine Art Rückkopplung, die ich da quasi so ein bisschen produziere oder so ein bisschen provoziere wohl eher. Also du kannst einfach dir in den Zoom-Call eine Folie quasi aus OBS quasi hineinholen und kannst darüber dann halt auch eine Bildschirmpräsentation machen. Aber das führt natürlich einfach mega in die Tiefe. Sehr, sehr gerne, Marcel. Dann flieg mal in deinen nächsten Call. Und ja, viel Spaß einfach beim Ausprobieren, so mit einer zweiten Kamera. Manchmal ist es irgendwie ganz witzig, dass man nochmal eine Handkamera in der Hand hat oder einfach einen anderen Blickwinkel, ja, von welchen Seiten auch immer. Genau. Ja, im Prinzip ist es auch das für heute soweit eigentlich gewesen. Das war mal so der Einblick. Ich denke, die meisten anderen Funktionen in Zoom kennt ihr eigentlich. Ja? Mir ist einfach nur wichtig, Aufzeichnung Cloud gibt dir viel mehr Varianten. Mal so ein bisschen in die Bildschirmfreigabe noch reingeguckt. Und ja, was es einfach so an lustigen Filtern und virtuellen Hintergründen gibt. Ob man es braucht, ich weiß es nicht. Ja, in diesem Sinne bleibt mir einfach nicht mehr viel als
dir noch einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich sage einfach mal bis morgen 19:30 Uhr. Tschüss!